Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Bus Simulator 18. Heute kümmern wir uns um die Gürtelhaltestellen. Die Ringhaltestellen haben wir schon, jetzt kommen die Gürtelhaltestellen. Sieben an der Zahl. Wir kommen hier raus. Gut, im Grunde genommen ist es eigentlich irrelevant. Weil wir mit dem Loop fahren. Boah, wenn wir die im Loop fahren, wäre es definitiv nicer, wenn wir hier anfangen und diese Tour nehmen. Weil dann fahren wir nochmal hier hin und dann können wir hier direkt drehen und dann irgendwie dann zurück. So, dann speichern wir das Ganze mal und beginnen dementsprechend auch direkt die Fahrt. Das sollten wir dann gleich, also das erste und das dritte sollten wir dann gleich durchhaben und ja, das danach und dann das zweite und das vierte nach dieser Folge und das dann halt, wenn es soweit ist. Ja, ne? Beginnen wir mal die Fahrt, wieder im Loop-Modus, wieder mit dem S416 LE Business. Beginnen wir die Fahrt. Heute ist ein nationaler Feiertag, mehr Leute bei dem Bus nehmen als üblich. Das ist wunderbar. Besser geht es nicht. Das heißt, wir werden so richtig schön nice kassieren. Also wir werden zeitlich gesehen nicht die Zeit einhalten können, weil einfach höchstwahrscheinlich so viele Leute da sein werden. Aber gut, das ist ja halb so wild. Okay, eigentlich nicht so wirklich, aber mehr Kohle für uns, um es mal so zu formulieren. Ja, einen Gang einstellen wäre natürlich auch sinnvoll. Aber genau, Feiertag wäre so das Ding, was irgendwann so das Nonplusultra wäre. Aber das hat noch Zeit, bis wir uns darum kümmern, so alles darauf zu pushen. Erstmal müssen wir jetzt versuchen, möglichst nicht zu spät zu kommen, möglichst keine Minuspunkte zu bekommen. Und die Fahrt erstmal hier zu wuppen. Ich meine, gut, wir fahren ja auf der Außenlinie, aber auch, also so gesehen, die auf der Gürtellinie. Nicht im Ring. Im Ring ist es zeitlich wahrscheinlich noch ein bisschen enger, aber auch auf der Gürtellinie haben wir nicht unfassbar viel Zeit. Da, wenn ich das so richtig beobachtet habe, dass ja eher so ist, dass so gesehen die Zeit zwischen den einzelnen Haltestellen von der Länge der Strecke, die man zurücklegen muss, um die zu erreichen, berechnet wird. Demnach. Nächster Halt, Siegesstraße. Gott, hier warten aber echt viele. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Oh weia, Einzelstandard, mehrere Fahrkarten drucken. Danke. Dankeschön. Eine Fahrkarte, bitte. Einzelstandard drucken. Noch können wir ganz entspannt sein, ne? Ich meine, zum Glück ist bald Sonntag. Wir müssen jetzt eigentlich nur die Karten machen, dann können wir noch einmal ganz gechillt durch den Bus laufen. Eine und Fahrkarte, bitte. Ab dann geht ja der Zeitplan erst los. Ich brauche eine Fahrkarte. Und ab dann beginnt dann der Zeitstress. So, dann checken wir nochmal alle durch. Na klar. Oh nein, ich habe sie ver... Wo habe ich denn... Ja. Ah, hier bitte. Oh, 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 das wird...
Hier, teuer. Bitte. Klar. Oh. Hier, bitte. Oh nein. Oh nein, das waren schon drei. Klar. Na klar. Hier. Na klar. Klar. Hier. Hier. Heidewitzka. Also viel Platz haben wir nun auch wieder nicht mehr, ne? Also zwei volle Haltestellen noch und dann sind wir durch, was das betrifft. Gut, der Zeitstress beginnt, ab zur... Du solltest dir echt mal die Aussicht am Hafen ansehen. Nächster Halt, Kathedrale, Stadtzentrum. Hä? Dann halt nicht, aber nächster Halt, Radu... Oh, ich hasse es. Radovanovic-Brücke, nicht Rathaus. Warum auch immer das mit Rathaus deklassiert wurde. Für mich ist das die Radovanovic-Brücke. Nächster Halt, Kathedrale, Stadtzentrum. Tschüss. Okay, I'm ready. Eine Fahrkarte bitte. Tag, Standard, drucken. Danke. So schön. Eine Fahrkarte bitte. Jetzt freuen sich ja wieder alle Fahrkarten. Ey. Danke. Ich brauche mehrere Fahrkarten. So schön. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ich brauche eine Fahrkarte. Oh. Ich sag schon mal Zeitplan. Hey, hast du die letzte Folge von Winter der Leidenschaft gesehen? Na klar. Ich hätte ja nie gedacht, dass Hans sowas tun würde. Nächster Halt, Flusspromenade. Das ist jetzt belastend mit der Brücke, mit der Ampel. Aber schön, dass wir hier dieses Event haben. Ach, das hat er gemeint. Warum bremst denn der? Will der auch Seiten wechseln? Spurwechsel? Ach du heilige Scheiße. Flusspromenade. Ach du heilige Scheiße. Aber hier haben wir auch noch einen anderen Halt, glaube ich. Hier wollen, glaube ich, nicht alle rein. Eine Fahrkarte, bitte. Tag, Student, drucken. Danke. Sehr schön. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Aber sicher doch. Ich habe gestern Shampoo gekauft. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte bitte. Ich brauche eine Fahrkarte. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Die Wiederholung von Staffel 15 von Winter der Leidenschaft hat so viel von der aktuellen Handlung enthüllt. Ja. Hey, lange nicht gesehen. Oh, hi. Ja, stimmt. Und letztes Mal war... Kriegen wir Minuspunkte. Ja, genau. Damals, das war als... Ja. Dann holen wir uns mal die Minuspunkte ab. Ich wünsche dir was. Nächster Halt, Arbeitergasse. Oh, noch gutes Timing, noch gutes Timing. Tschüss. Hatte sie ihre Fahrkarte in der Hand oder ihr Handy? Ich brauche eine Fahrkarte. Einzelstudent, drucken.
Danke. Also, kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Woche Standard. Bitte das Geld richtig hinlegen. Danke. Oder so. Eine Fahrkarte, bitte. Okay, eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte, bitte. Natürlich doch. Scheiße, es war zu viel. Tag, Standard, drucken. Ich hab so einen Hunger. Okay, holen wir uns was zu essen. Und ja. Tag, Senior, drucken. Oh Gott, wir wollen noch einsteigen. Wir haben gleich 5 Minuten Verspätung. Oh Gott. Wir haben gleich 5 Minuten Verspätung, wenn das so weitergeht. Dass hier überhaupt noch welche reinpassen. Hauptbahnhof, da holen wir uns halt ab dann erst den ersten Mindestpunkt ab. Oh, das war halt zu erwarten. Gestern war es super. Ich war nachmittags im Schwimmbad und habe dann die ganze Nacht im alten Sägewerk Party gemacht. Ach du Glückspilz, ich musste gestern arbeiten. Es war sehr, 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 sehr schade, aber gut, können wir halt nicht ändern. Oh Gott, jetzt muss ich... Flasche zu, damit ich den weggucken kann. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Das Auto hat die Haltebucht verlassen. Kann das Auto die Haltebucht auch nicht verlassen? Wenn ja, dann wäre das nice. Also. Tschüss. So nach dem Motto, man muss aussteigen, zu dem Fahrer gehen und sagen, ich denke, ey, verlassen ich Sie mal. Mehrere Fahrkarten. Sind Sie taub auf dem Ohren? Also. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Sowas in der Art halt, ne? Dass man halt da noch so ein anderes Gimmick einbaut. Danke. Bitte. Ich brauche eine Fahrkarte. Aber natürlich doch. Eine Fahrkarte bitte. Ah, natürlich doch. Ich meine, zeitlich gesehen haben wir sowieso jetzt die Arschkarte gezogen, was das betrifft. Von daher können wir jetzt eigentlich auch an jeder Haltestelle da mal Leute durchchecken, ob sie Ticket haben oder nicht. Wir können uns auch nochmal wie viel waren das? 320 Dollar? Euro? Ich habe keine Ahnung. Hier ist die Fahrkarte. Ich dachte, ich... Hier, bitte. Hier, bitte. Hier. Okay, 120. Hier, bitte. Klar. Wo hab ich denn? Ich habe Ihnen meine Fahrkarte. Klar. Gott, sind das viele Leute. Holy shit. Klar. Hier, bitte. Hier ist die Fahrkarte. Na klar. Augenblicke. Na klar. Was? Hier. Wo hab ich denn? Ich dachte, ich... Hier ist die Fahrkarte. Hier ist die Fahrkarte. Ich dachte, ich hätte... Klar. Na klar. Hier, bitte. Geteilplätze sind noch frei. Hier, 4 bitte. Plätze sind noch frei. Hier. Klar. Na klar. Hier ist die Fahrkarte. Hier. Ich hab Ihnen meine Fahrkarte. Hier. Wo habt ihr? 6 Plätze sind noch frei, heilige Scheiße. Das ist aber echt voll, ja, holy shit. Wir brauchen ja schon echt einen Fahrkartenkontrolleur. Wäre nice, wenn man sowas einstellen könnte. Nächster Halt, Amber Tor. Gut, dann, also... Wir können jetzt eigentlich nicht wirklich sagen, von wegen, ob jetzt die Ringroute zeitlich gesehen angenehmer ist als die Gürtelroute, einfach aufgrund des nationalen Feiertages. Das ist echt nicht mein Wetter. Echt? Ja, okay, ja, meins auch nicht.
Nicht so wirklich. Tschüss. Wobei, na gut, draußen ist gerade eher Sonnenwolken-Regen-Mix. Eine Fahrkarte bitte. Tag, Standard drucken. Danke. Jetzt kommt dann noch raus. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Tag, Senior, Mehrzahl. Sorry, habe ich den ganzen Menschenmenge nicht gesehen. Danke. Bitte schön. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ich fühle mich, als hätten wir gestern im alten Sägewerk durchgefeiert. Ich bin hundemüde. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Drei Fahrkarten, okay. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Wochenfahrkarte. Ja, mit ganz bescheuertem Dialog, nur um die Stille zu überbrücken. Boah, geh ich jetzt hier nochmal durch? Hier, bitte. Ich hab keine Ahnung, keine Lust eigentlich wirklich. Klar. Check um noch bei dem und dann fahren wir weiter. Geht's im Rathaus. Nächster Halt. Mit minimaler Verspätung. Aber es ist echt schön gemacht, so mit dem Stil der Altstadthäuser. Vor allem hier hat man es gerade perfekt. Auf der rechten Seite sieht man Altbau, auf der linken Seite sieht man modern. Also, ja, modern. Modernen Bau. Oder moderner. So ganz modern ist und auch wieder nicht, aber moderner. Mensch, das ist hier ein Stau. Die Ampel kriegen wir nicht. Ich bin überrascht. Ich hätte schwören können, wir bekommen die Ampel nicht. Danke fürs vorher ankündigen. Ich hätte diesen Burrito nicht essen sollen. Wir sind zu spät, aber okay. Das Rathaus würde ich mir trotzdem nochmal angucken. Auch wenn wir zu spät sind, haben wir das Hospital. Ja. Sieht schon schick aus. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Woche Standard drucken. Danke. Hi. Bitteschön. Manchmal fühlt es sich an. Eine Fahrkarte bitte. Also ich finde vom Sinn her, ne, wenn man neue Strecken macht. Ich brauche eine Fahrkarte. Die komplett neu angebunden sind, wo die Haltestellen noch nie irgendwie Leute gesehen haben, so von der Storyline des ganzen Simulators her, würde es schon Sinn machen, wenn der Prozentsatz der Wochentickets höher ist als bei, in Anführungszeichen, normalen Routen. Hier ist die Fahrkarte. Hier? Klar. Hier. Habe ich Ihnen schon gezeigt? Was? Was? Wie oft wollen Sie die Augen? Hier. Hier, bitte. Hier, bitte. Oh nein! Augen, Blick da! Hier, bitte. Perfekt. Ich hasse die Werbepausen in den Westen. Die kommen irgendwie immer. Und weiter geht's zur Siegesstraße. Die ich jetzt nicht mehr sehe, weil ich doch noch rauskomme. Holy shit. Endstation. Bitte alle aussteigen. Geht's jetzt aber schon zur Endstation?
Oh, war jetzt keine so glimpflich gelaufene Route, eine Tour, aber Alter, ich sehe gar nichts mehr. Aber gut, passiert, ne? Also kann man halt nicht ändern. Muss ich nochmal richtig aufpassen, dass ich nichts mehr mitnehme hier. Wobei es ja eigentlich schon fast irrelevant ist. Puh. Ach, wie schön. Nächster Halt, Siegelsstraße, Endstation. Bitte alle aussteigen. Parken in Perfektion. Ja, Parken in Perfektion mit ganz wenig Verspätung. Tschüss. Tschüss. Bis dann. So viel Werbung hier wieder. Natürlich hinterließ jemand Müll. Okay, nee, eigentlich keine Sonne. Alles klar. Also keine Gedanken machen, was das betrifft. Dann sammeln wir mal den Müll auf. Und fahren zurück und beenden die Tour. Ab in der Einbahnstraße. Sicher, dass da rechts keine Einbahnstraße ist. Ich meine, hier sind ja überall Einbahnstraßen. Okay, ist. Aha, ich weiß nicht. Nee, ist nicht, okay. Ich meine, hier kann man sich ja nie sicher sein, ob da jetzt Einbahnstraße ist oder nicht. Gibt's ja zu viel davon. So, ein steht auf alle Fälle fest. In der Innenstadt steht man halt, ist halt wie das Industriegebiet, da steht man halt viel. Da steht man halt viel. Deswegen so innenstadtmäßig macht das schon Sinn, wenn es halt so gekennzeichnete Bus Spuren gibt. So, wenn man jetzt mal vom City Building und so weiter das doch mit einbezieht. Da fehlt das L von den Supplies. Ja. Weil dann kann halt der ÖPNV hat dann seine eigene Spur und kann dadurch halt auch den Verkehr dann entlasten. Immer. Ich muss schon sagen, das Fahrverhalten der KI ist manchmal echt schon interessant. Um es mal so zu formulieren. Vorlassen. Weiß ich sehr zu schätzen. Gut, dann müssen wir gleich wieder Erdgasbusse kaufen für 660.000. Beziehungsweise müssen wir so 662.000 mit Werbung.
schauen, was wir tun. Was für eine Tour vorbei. Wir müssen vielleicht mal gucken, oder für die nächste Folge müssen wir gucken, welche Bushaltestellen potenziell am geringsten sind vom Level her. Sodass wir uns dann um die kümmern, die wir dann befahren, um die anderen Sachen mit einem Haken zu versehen. Der Spot hier ist aber auch echt scheiße, muss man schon mal sagen, ne? Aber hauptsächlich aufgrund der KI. Dann wollen wir mal aussteigen. Die sind immer noch nur Level 2. Okay, zum Teil 3. Okay, jetzt kann ich ziehen. Ja gut, das ist natürlich jetzt wiederum belastend. Dass das Scrollen gerade so komisch ist. Das hat nichts eingebracht. Faszinierend. So, da haben wir jetzt ein Dings. Ich hätte gedacht, dass du jetzt auch das hier wähle Loop-Modus, bevor du die Fahrt startest. Ist doch an. Ich bin verwirrt. Nun gut. Haltestellen Level 5. Die Ringroute, die sind. Sind die überhaupt schon gefahren? Die funktionieren ja gar nicht gefahren. Alle Haltestellen. Okay. Ja, ich würde fast behaupten, wir müssen noch ein paar Mal fahren. Aber erstmal gönnen wir uns zwei Urban Ways. Zack, Werbung, dann nehmen wir wieder die. Auf allen Bussen anwenden, genau. Angestellte. Wir haben keinen Ass bekommen, what? Ein Profi. Profi. Nehmen wir den Gesellen drauf. Das Ass nehmen wir runter, nehmen da den Profi drauf. Auf diese Route nehmen wir dann wieder die letzten beiden Urban Ways und die beiden Asse. Ja. Ja. Ich denke, in der nächsten Folge fahren wir nochmal einfach die 21. Einfach nur, warum auch nicht? Einfach mal, just for the fun, nochmal dieselbe Tour. Vielleicht diesmal ohne dem nationalen Feiertagsevent. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seht euch im nächsten Video wieder. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.